Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch die Videos hier auf dem Kanal gefallen, würde ich mich natürlich riesig über Abo freuen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video. Und schaut auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und heute wird natürlich auch wieder ein Fortnite-Video folgen. Gestern war ja nur Ausnahme wegen der neuen Warzone-Modus, dem neuen Battle-Royale-Modus in Call of Duty. Allerdings wird heute wieder irgendein Fortnite-Video kommen. Ihr könnt natürlich gerne eure Videovorschläge in die Kommentare schreiben, würde mich auf jeden Fall interessieren. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Item-Shop an. Heute haben wir den Totenschütze-Skin wieder im Shop. Ich glaube, es ist jetzt erst das zweite oder vielleicht mag ich es mal dritte Mal, wo der im Shop ist. Hier hat man zwei verschiedene Stile, einmal mit Kopfbedeckung und einmal ohne Kopfbedeckung. Dazu gibt es dann die Spektralsense und dann noch die Welle des Todes Lackierung. Als nächstes haben wir dann den Baukumpel, einmal im Stil Schwein, Rind, Vegetarisch und Garnele. Dann dazu die Knödelkelle und der Skin war ja auch, glaube ich, mehrere Seasons schon in den Gamefiles, bis er irgendwann, glaube ich, letzte Season veröffentlicht wurde. Aber war auf jeden Fall ein Skin, worauf viele gewartet haben, bis er mal endlich veröffentlicht wurde. Dann haben wir als nächstes den Äffchen-Skin, dann den Nachthexe-Skin, die rote Verteidigerin, der auch gefühlt einmal im Monat mindestens im Shop sein muss. Einmal hier auch wieder mit Kopfbedeckung und ohne Kopfbedeckung, hat man ja schon tausendmal gesehen. Dann haben wir als nächstes das Hüpflama. Ist auch relativ häufig im Shop, aber nicht ganz so häufig wie der Skin. Ist ein Fortbewegungs-Emote. Dann haben wir als nächstes die Farbflecklackierung. Das ist die Lackierung zu dem Skin, den man kostenlos im Australien Cup bekommen konnte. Ich hoffe, der kommt nicht in Shop, weil den wirklich nicht ganz so viele haben, dadurch, dass ihn eben halt nur die oberen 10% im australischen Cup bekommen haben. Wäre schon ganz nice, so ein bisschen besonderen Skin zu haben. Ja, mal schauen, ob der dann nach der Lackierung auch noch der Skin reinkommt. Muss man mal schauen. Ich hoffe, wie gesagt, nicht. Dann haben wir als nächstes den rasende Ansturm-Emote. Auch ein Fortbewegungs-Emote. Und zuletzt noch die Pirouette. Das war's dann mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.